In unserer neuen Halle ist eigentlich alles wild, außer eine Sache. Wir haben hier ein riesen Unkrautproblem. Und ich habe mir lange den Kopf zerbrochen, wie wir das hier lösen können oder wie ich das hier lösen kann. Dann kam mir der Geistesblitz. Ich lasse mir einfach von den Jungs einen Flammenwerfer bauen. Unkrautvernichter. Machen wir. Kleiner Disclaimer, wir sind ausgebildete Experten, wir wissen, was wir tun. Bitte baut es nicht nach, ist sehr gefährlich. Ist trotzdem alles in der Videobeschreibung. Und zwar wollen wir aus dieser alten Nerf Gun einen geilen Flammenwerfer bauen. Dazu haben wir uns hier schon so ein paar Sachen gekauft. Einmal so ein Rohr einfach aus dem Baumarkt. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann hier gleich reinbekommen. Ein bisschen so Verkabelung und Verrohrung haben wir auch schon geholt. Hier noch so ein Magnetventil, das kommt dann hier auch irgendwo rein. Und noch einen alten Argon-Tank, den wir zum Schweißen mal hatten. Da ist auch schon ein bisschen Ventilkram dran. Der kommt irgendwie hier oben drauf. Wir gucken uns jetzt mal das Ganze an, wie wir das machen können. Und dann sehen wir weiter. Hey, es sind jetzt einfach noch drei Schrauben hier drin. Und ich krieg die nicht raus, weil unser Bit nicht lang genug ist. Jetzt schon halt direkt demotiviert, ey. So, wir bauen jetzt einfach die Löcher auf. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie das Ganze funktionieren soll, und wir wissen das auch noch nicht ganz genau, aber das, was wir wissen, ist, dass wir hier so ein elektronisch gesteuertes Gasventil haben. Das können wir hier einfach an 12 Volt anschließen und dann verbinden wir das hier mit diesem Schalter. Dann wird das eben immer geöffnet, wenn wir quasi diesen Schalter hier drücken, diesen Trigger-Button, und dann kommt hier vorne das Gas raus, gemischt mit Luft, die hier oben reinkommt. Und von hier so das Gas gerade rein. Dann schieben wir hier vorne einfach noch so ein Akku-Pack rein. Und dann passt es und dann schießt es Flammen. Mann. Okay, also ich habe jetzt hier, damit es alles gut zusammenarbeitet, also die Zündung und dann später das Ventil, ein bisschen Code geschrieben, kann man hier sehen. Mhm. Zack, zack. Den habe ich dann hier auf diesen Arduino raufgezogen und das koordiniert das Ganze jetzt einfach so ein bisschen. Und am Anfang, wenn man den Trigger an der Nerf Gun drückt, dann wird jetzt hier einfach erstmal kurz dieser Zünder betätigt für 500 Millisekunden und gleichzeitig wird das Ventil geöffnet und so strömt Gas raus. Und jetzt stecke ich hier mal den Akku rein, den werden wir auch später benutzen. Ist einfach so ein alter, billiger Akku, den wir für unsere Drohnen benutzt haben oder Julius. Und wenn man dann hier simuliere ich jetzt mal kurz diesen Trigger-Push. Zack. Und es passiert nichts. Es passiert was. So, jetzt hat es gefunkt. Das sieht man vielleicht nicht auf der Kamera, aber es macht ein geiles Geräusch. Und später zündet es dann eben das Gas an und das Ventil geht eben auch auf. Okay, gut, wir haben jetzt das Ding erstmal soweit fertig, dass es funktioniert. Konntet ihr übrigens auch in unserer Instagram-Story sehen, also folgt uns dort, damit ihr nichts verpasst an unseren neuen Projekten. Unser Flammenwerfer fast fertig gebaut, also ich meine, von der Seite sieht es schon ziemlich fertig aus. Hier noch nicht so ganz, aber... Äh,
Ich denke, ich nutze die Gelegenheit, da das jetzt hier offen ist, noch einmal, um euch genau zu erklären, wie es funktioniert. Boah, bei dem Part bin ich ja fast eingeschlafen. Falls euch interessiert, wie der Flammenwerfer eigentlich richtig funktioniert und wie die ganze Elektronik miteinander arbeitet, können wir gerne nochmal ein extra Video zu machen. Schreibt es in die Kommis, ob ihr das wollt. Jetzt geht's erstmal weiter mit dem Unsprayen. Julius, was machst du? Ich habe jetzt gedacht, so Sturmgewehre oder allgemein so Flammenwerfer oder was haben oft vorne noch so ein... Du meinst Pflanzenvernichter? Ich meine Unkrautvernichter, haben oft vorne noch um das Rohr so ein Lochblech drumherum, keine Ahnung genau. Ich fand das da eigentlich ganz cool aus, deswegen baue ich jetzt gerade nochmal ein Lochblech. Einfach angezeichnet und jetzt bräuchte ich die Löcher rein, mal gucken, wie es aussieht. Ich hoffe mal, es war keine Zeitverschwendung. Das Unkraut wächst und wächst und die werden einfach nicht fertig. Da hätte ich auch bei Prime bestellen können. Hier, wir sind fertig. Wir sind fertig. Fertig. Kannst du haben. Hier kannst du dein Riesenproblem beseitigen. Ah! Ich hoffe, es reicht. Ja, dann lass mal das Problem beseitigen. Lass mal das Problem beseitigen, ne? Problem erfasst. Problem gebannt. Friends of Kyrgyzstan, Projekt fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch gerne nochmal hier unsere weiteren Videos angucken. Hier auf Abonnieren klicken und ich gebe euch nochmal den Disclaimer mit. Nicht nachbauen, auch wenn ihr alles dafür in der Videobeschreibung findet. Nicht nachbauen, aber alles in der Videobeschreibung.